So, nochmal hallo, hallo. Wir haben uns nochmal gemeldet bezüglich dem HUD. Wir wollten ein neues HUD hinzufügen. Das alte HUD war einfach nicht mehr zeitgemäß. Deswegen haben wir uns entschieden, ein bisschen was Neues auszuprobieren. Und das ist dementsprechend so das Resultat. Unten links seht ihr die Statussymbole. In der Mitte seht ihr eure Teamspeak-Reichweite bzw. das Salty-Chat. Und unten rechts seht ihr quasi das Wasted Life-Logo. Ich komme erstmal zum Customization-Part. Ihr könnt beim Customizen einfach Numpad-Minus drücken. Ups. Numpad-Minus drücken. Beim Numpad-Minus könnt ihr euch quasi entscheiden, das HUD ganz oben zwischen neu, wie ihr seht, passt sich das dann auch an, oder das Neueste, in dem Fall quasi die hier. Ich bin eher ein Fan von dem hier, also belasse ich es da. Das Auto-HUD können wir auch gleich nochmal anschauen, genauso wie das Map, die Map. Und zusätzlich nochmal die Farben. Wir schauen nochmal ganz kurz beim Auto-HUD rein. Auto-HUD sieht ungefähr so aus. Beim Auto-HUD ist es so, es gibt natürlich auch nochmal drei Varianten. Entweder so Default, bisschen anders, also User joined your channel. bisschen schicker. Und zusätzlich haben wir nochmal das neueste HUD. Sonst haben wir quasi bei der Map Standard quadratisch oder einfach rund. Ne, rund in dem Fall ungefähr so. Ihr müsst das Ganze natürlich dann auch ein bisschen anpassen, weil die Statussymbole sich da dann dementsprechend nicht anpassen. Das heißt, wenn ihr euch da entscheidet für quadratisch, bleibt das dementsprechend ungefähr so. Und bei rund müsst ihr dann ein bisschen tricksen. Zusätzlich könnt ihr, oder sagen, was heißt könnt ihr? Ihr könnt euch Sachen einblenden lassen, ihr könnt auch Sachen schieben. Ihr seht ja auch hier dementsprechend, wie das aussehen kann. Ihr seht quasi auch den Balken, wie das quasi zu handhaben ist in dem Fall. Ihr könnt euch quasi auch nochmal das hier unten anzeigen. Wir haben ein paar Sachen ein bisschen ausgeblendet, weil die für unseren Server nicht relevant sind. Also ihr müsst nicht schauen können, was ihr für einen Job habt oder wie viel Geld ihr dabei habt oder sonstiges. Und wir wollen das HUD jetzt auch nicht zumüllen. Wir haben uns dazu entschieden, das hier nochmal drin zu lassen. Alles schön so in Wasted Life Farbe, also quasi standardmäßig rot. Ihr habt auch nochmal das Straßensymbol hier, das könnt ihr auch natürlich schieben, wie ihr wollt. Also ihr könnt damit alles tun und machen, wozu ihr Bock habt. Des Weiteren machen wir das nochmal ganz kurz. Ja, blenden wir das mal ein. Moment, so, blenden wir das mal ein. Gehen wir mal davon aus, ihr wollt das hier unten nicht sehen. Ne? Also Bild hoch, Page Up ist in dem Fall quasi der Editor-Modus zum Hinzufügen oder zum Entfernen. Das gleiche gilt auch für Salty Chat. Wir haben jetzt erstmal noch hier links die Sprachreichweite. Wie ihr seht, das werdet ihr nach dem nächsten Serverneustart nicht mehr haben. Stattdessen seht ihr die Sprachreichweite unten bei dem kleinen HUD mit dem Mikrofon. Na, so 32, 2, 4, 8, 16, 32. Immer im gleichen Schema. Was gibt es noch zusätzlich zum HUD zu sagen? Es ist ein bisschen performanter. Das funktioniert jetzt hier zum Beispiel. Nicht mit dem Motorrad, aber wir können ja mal ganz kurz ein Fahrzeug hinzufügen. Ihr kriegt zum Beispiel diesen Sound, also ein bisschen nervigen Sound. Und zusätzlich, wenn ich mich jetzt hier beispielsweise anschnalle, seht ihr inzwischen die Informationen bzw. die, ja doch, die Infos generell einfach links an der Seite. Wir möchten das auch weiterhin so handhaben. Das heißt, das wird sich jetzt Stück für Stück auch nochmal anpassen. Alles Weitere erfahrt ihr dann sonst nochmal im Changelog. Bis dahin und baba.